Bei Amira, 29, und Oliver Pocher, 44, läuft es richtig rund. Gerade ist die Moderatorin bei Let's Dance zu sehen und tanzt bisher ziemlich erfolgreich mit Massimo Sinato, 41. Im Publikum wird die gebürtige Österreicherin von einem Herrn ganz besonders angehimmelt und angefeuert, von ihrem Mann Oliver. Obwohl das Duo viel Privates mit den Fans teilt, gibt es nur selten ganz intime Einblicke in sein Liebesleben. Jetzt verriet Amira allerdings, wie glücklich sie in der Ehe mit Olli ist. Ich habe mich durch Olli als Person sehr weiterentwickelt. Ich lerne sehr viel durch ihn und bin ihm dafür extrem dankbar. Er liebt Harmonie genau wie ich und kann sehr viel einstecken, schwärmte die 29-Jährige im Gespräch mit Bild am Sonntag von dem Comedian. Sie sei nicht immer ganz einfach und habe ihren Partner gerade während ihrer zwei Schwangerschaften einige Nerven gekostet. Aber weil Olli sehr kompromissbereit und harmoniebedürftig ist, klappt das sehr gut, betonte die Dunkelhaarige. Aus diesem Grund komme es auch eher selten zum Streit zwischen den Eheleuten. Das dauert dann meistens auch nicht lange. Dann haben wir uns wieder lieb und einer fängt an zu lachen, verriet Amira. Weil es so gut zwischen ihnen harmoniert und eine gemeinsame Zukunft mit ihrer kleinen Familie vorprogrammiert sei, denken die beiden auch über weiteren Nachwuchs nach. Ich kann mir schon noch ein Kind vorstellen. Aber jetzt widmen wir uns erstmal den beiden, betonte die TV-Bekanntheit allerdings. Bevor Geschwisterchen geplant werden, müssten ihre Kids zunächst einmal durchschlafen.